Hallöchen, es geht wieder weiter mit dem nächsten Gleichnis von Jesus. Es heißt von den klugen und törichten Jungfrauen. Das finden wir in Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Die 10 Brautjungfern. Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein wie bei 10 Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt: Der Bräutigam kommt, geht und begrüßt ihn. Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten: Das können wir nicht, unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, bekleideten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen: Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte: Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder, an welchen Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Okay, also das war das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Und ich sag erstmal wieder Bye-bye, bis zum nächsten Gleichnis. Bye-bye.